Wie halte ich meine Messer scharf? Wie schärfe ich sie? Vom Küchenmesser über die faltbaren Messer bis zu den Udopokus von mir und meiner Frau. Ich möchte euch mein Equipment zeigen, was nicht teuer ist, was aber funktioniert. Bis gleich. Küchenmesser und Messer mit dünner Klinge tue ich gerne mit diesem Tupperwaren Keramikschäfer vorschärfen oder schärfen erstmal. Dazu zieht man einfach das Messer ohne Druck fünfmal durch die grobe Seite der Keramikscheiben und dann 5 bis 10 Mal durch die feine Seite der Keramikscheiben. Für Messer, die ich unterwegs schärfe, benutze ich gerne den Victorinox Schärfer. Und anschließend kann man das dann noch hier durch dieses V durchziehen. Da kriegt es dann noch die letzte Schärfe. Aber Udopokus oder dergleichen Dinge, die tue ich durch ihren balligen Anschliff nicht hier durchkriegen und auch nicht hier durchkriegen. Und da heißt es für mich, da benutze ich dann erstmal nur den groben Victorinox Schärfer. Und ich gehe auch hier entgegen. Also ich tue nicht so abziehen, sondern ich gehe entgegen. Da streiten sich die Gemüter. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier das. Das wäre so ein Kandidat wirklich fürs Rasieren, weil der so flach ausgeschliffen ist. Bei mir ist es so, dass ich keine dunklen Haare habe. Aber man kann deutlich erkennen, dass das Rasiermesser scharf ist. So, und das Messer Udopoko meiner Frau. Ich muss sie aber immer vorher warnen und sagen, pass auf, Liebling. Ich habe das mal wieder gerade abgezogen. Damit lassen sich dann wirklich trotz der relativ breiten Klingenstärke Pilze wunderbar schneiden. Das war der ursprüngliche Grund, warum ich ihr dieses Messer zugelegt habe. So, und jetzt wollen wir mal was Alltägliches machen. Nicht rasieren tue ich mich nicht. Vollbart. Und machen wir gerade hier auf. So. Das kann ich auch benutzen. Also so ein Hartmetall-Abziehletzstahl. Da habe ich gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Also erstmal den Winkel hier bestimmen. Der sekundären auch so gut wie ohne Druck. Da ziehe ich und tue dann aber zum Schluss einmal ohne Druck entgegen der Schneidrichtung abziehen. So. Und jetzt mache ich mir einen Salat.
für die Uni. Kohle ist ein sehr günstiges Lebensmittel. Und so ein Salat ist auch relativ schnell gemacht. Da brauche ich jetzt keine Maschine einschalten. Den kann ich einfach hier so runterraspeln. Also ich schärfe mit diesen Dingen. Mehr habe ich nicht zum Schärfen, aber das reicht mir auch voll und ganz aus. Ich brauche nur eine Gebrauchsschärfe und keine Rasiermesserschärfe, denn ich trage Vollbart. Ciao, Leute. Danke fürs Reinschauen.